Herzlich willkommen zum fünften Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, das letzte Mal haben wir das Dorf Kakariko sowie den Friedhof erkundet, haben dabei ein neues Lied gelernt, die Hymne der Sonne, und diesmal gilt es zunächst noch zwei weitere Gräber bzw. ja, zwei Gräber zu plündern hier auf dem Friedhof. Anschließend werden wir die Maskenquest starten und dann wollen wir die Lon-Lon Farm erkunden. So, dann hoffe ich, dass ich gleich das richtige Grab erwischt habe. Es müsste das vierte von links sein. Schauen wir einfach mal, was es hier unten zu finden gibt. Jawohl, hier unten haben wir schon mal einen Untoten. Das sieht schon mal gut aus. Den betäuben wir zunächst mit der Hymne der Sonne. Gut, können wir dann natürlich jetzt noch versuchen, gleich noch zu erlegen. Das dauert mit dem Kokiri-Schwert ein paar Schläge. Und wenn wir dann hier erneut die Hymne der Sonne spielen, sollte eine Schatzkiste erscheinen. Jawohl, so ist es auch. Und hier drin befindet sich dann ein weiteres Herzteil. Damit haben wir nun drei Herzteile schon gesammelt, noch ein weiteres und wir erhalten einen weiteren Herzcontainer. Eine Reihe weiter vorn gibt es ein weiteres Grab zu plündern. Das müsste dieses sein mit den Blümchen davor. Und hier finden wir eine kleine Schatzkiste mit einem doch trotzdem sehr, sehr wichtigen Item, nämlich dem Hylia-Schild. Dies werden wir dann vor allem im nächsten Dungeon, aber auch beim Aufstieg zum Todesberg benötigen. Sehr gut, damit hätten wir auf dem Friedhof ebenfalls zunächst alles erledigt und dann werde ich zunächst erstmal wieder den Tag einläuten, bevor wir dann mit der Maskenquest starten. Um die Maskenquest zu starten, benötigen wir unter anderem Zeldas Brief. Den müssen wir jetzt in Kakariko, dem Mann am Tor, zeigen. Dieses Tor wird uns dann zum Gebirgspfad führen, den ich jetzt allerdings noch nicht entlang gehen werde. Dafür sind zunächst noch ein paar weitere Sidequests zu erfüllen und auch ein Teil der Hauptquest, bevor ich dann quasi mich aufmache, den Gebirgspfad zu erkunden. Das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, du bist ja noch ein Kind. Sicher kannst du gar nicht lesen. Gut, daraufhin werden wir ihm den Brief zeigen. Oh, das scheint. In der Tat, es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dies ist Lauri. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren, Prinzessin Zelda. Ha! Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Hahaha. Und schon öffnet sich das Tor für uns. Und nun hat der Wachmann noch eine kleine Bitte an uns. Ach, Herr Nachwuchsheld, falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen? Dann laufe ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine,
Nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann ja nicht weg. Mein Job. Wunderbar, damit hätten wir die Maskenquest gestartet. Der Maskenladen befindet sich auf dem Marktplatz. Und dann würde ich sagen, blende ich hier kurz aus und wir machen dann auf dem Marktplatz weiter. Und damit sind wir auch schon auf dem Marktplatz. Der Maskenladen befindet sich dabei hier hinten. Das kleine Häuschen mit, ja, sieht aus wie eine Elefantenmaske obendrauf. Und hier ist der Maskenhändler. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Wärst nicht auch du gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Vertrau mir. Ja, zunächst können wir uns nur die Fuchsmaske holen. Wie der Maskenhändler bereits gesagt hat, bekommen wir diese zunächst umsonst. Und wenn wir diese dann abgegeben haben, erhalten wir das Geld dafür und müssen dieses dann an den Maskenhändler abgeben, um die nächste Maske zu bekommen. Gut, dann bringe ich diese Maske jetzt zu dem Wachmann in Kakariko. Zurück beim Wachmann müssen wir uns zuerst die Maske aufsetzen und den Wachmann dann mit aufgesetzter Maske ansprechen. Ha! Denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey! Ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... Würdest du mir sie verkaufen? Bitte? Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Und damit haben wir die Maske, für die wir 10 Rubine bezahlen müssen, für 15 Rubine weiterverkauft und hätten somit einen kleinen Gewinn von 5 Rubine erwirtschaftet. Und damit machen wir uns zurück auf den Weg zum Maskenhändler, geben diesem sein Geld und können die nächste Maske ausleihen. Und zurück beim Maskenhändler sehen wir schon, dass er eine neue Maske im Regal hat. Vorher müssen wir ihm aber sein Geld geben. Du hast sie verkauft! Fantastisch! Dann zahl mir nun meine 10 Rubine für die Fuchsmaske. Bezahlung erhalten! Und leihen wir uns nun die Schädelmaske. Diese können wir allerdings noch nicht sofort weiterverteilen. Dafür müssen wir in der Geschichte erst noch etwas weiter voranschreiten. Und somit können wir uns nun zur Lohnlohn Farm aufmachen. Der Wachmann in Kakariko hatte vorhin schon etwas von einem vergünstigten Schild für uns erwähnt, welches wir auf dem Marktplatz kaufen können. Dabei handelt es sich tatsächlich allerdings um den Heilia-Schild, den wir bereits auf dem Friedhof gefunden haben. Und diesen kann man neben dem Fund auf dem Friedhof auch käuflich erwerben auf dem Marktplatz in einem Laden, und zwar für 80 Rubine. Nach dem Hinweis des Wachmanns bekommen wir den Schild allerdings für 40 Rubine. Mit dem Fund auf dem Friedhof sind wir allerdings immer noch am besten weggekommen, da dieses Schild gratis war. Gut, treten wir ein in die Lonlon Farm. Und hier werden wir uns zu Beginn die nächste Flasche verdienen. Dafür finden wir hier drin schon Talon. Dieser wird nach einem kurzen Gespräch uns ein Spiel anbieten, bei welchem wir die 3 Hühner, die direkt beim Talon sitzen und ja scheinbar auf dem Holz rumpicken, mit den anderen Hühnern vermischt werden und wir müssen diese dann quasi aus der Menge herausfiltern. Ein kleiner Trick bei diesem Spiel wäre, wenn man die restlichen Hühner, die hier aktuell noch wild umherlaufen,
hier hinten in die Ecke alle werfen würde, dann könnte man sehr, sehr leicht die drei Hühner, die hier sitzen bei Talon, die sogenannten Superhühner, herausfinden. Ich würde allerdings sagen, dass wir dieses Spiel ohne den Trick spielen. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes. Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Natürlich. Du hast 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie! So, die ersten Hühner haben wir schon landen sehen. Das ist eins von ihnen. Such weiter, schnell. Zwei musst du noch finden. So, mal schauen, wie lange es dauert, bis wir das zweite haben. Okay. Könnte sich doch etwas schwerer gestalten als gedacht. Damit hätten wir das zweite. Wieder eins, jetzt kommt's drauf an. Eins fehlt noch. Das dritte müsste sich hier befinden, sehr gut. Wow, unglaublich, du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest, na? Ah, nein, danke. War doch nur Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche London-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Eine andere Möglichkeit, die Flaschen wieder mit Milch aufzufüllen, bestünde hingegen darin, dass man sich bei einer Kuh mit Eponas Lied, ja, beliebt macht und die Kuh schenkt einem dann quasi eine Flasche Milch. So, hier haben wir Basil. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass ich, der fantastische Basil, auf einer dämlichen Farm wie dieser arbeite. Weil der Farmbesitzer ein Vollpilz ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen. Ich, der einzigartige Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der faule Talon. Ja, vielleicht kommt es ja dann später noch dazu. Hier hätten wir quasi besagte Kühe, welchen wir dann das Lied vorspielen können, Eponas Lied, um dann eine leere Flasche mit Milch auffüllen zu können. Machen wir uns nun auf zu den Pferden. Hier hinten werden wir dann auch Marlon finden mit dem Pferd Epona zusammen. Und Marlon wird uns dann Eponas Lied beibringen. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Daddy hat es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Und scheinbar hat Epona Angst vor uns. Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Und das ist das Signal für uns, unsere Ocarina zu zücken. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Und damit erlernen wir Lied Nummer 3. Und dieses heißt Eponas Lied.
Jedes Mal, wenn wir dieses Lied spielen und Epona ist in der Nähe, wird Epona ganz verrückt nach uns, wie jetzt schon zu sehen ist. Epona schiebt uns hier über die Wiese und wird uns jetzt noch eine Weile folgen, bis dann die Wirkung des Liedes nachlässt. Gut, damit hätten wir fast alles erledigt auf der Farm. Wir können jetzt allerdings noch zwei Skultulas und ein Herzteil holen. Hier hätten wir die erste Skultula. Diese werden wir wieder mit einer Sprungattacke erlegen. Die zweite Skultula finden wir bei Nacht hier, deshalb werde ich mir erst einmal das Herzteil holen. Das ist in einem Schuppen versteckt, welchen wir hier hinten finden. Der ist quasi direkt in die Mauer mit eingebaut. Und wenn wir dann das Herzteil haben, werde ich mit der Hymne der Sonne die Nacht einbrechen lassen und dann können wir uns auch noch die zweite Skultula holen. Auf der Lonlon Farm werden wir dann als junger Link nicht mehr viel zu tun haben. Nur später dann als älterer Link. Und dort wird uns dann das Lied, was wir gerade erlernt haben, ebenfalls sehr weiterhelfen. Für das Herzteil jetzt müssen wir zunächst die Kisten hier zurechtschieben, damit wir diese Kiste hier hinten von einem kleinen Durchgang wegziehen können, der relativ schwer zu finden ist, wenn man nicht weiß, dass hier tatsächlich ein Durchgang ist. Und hier haben wir das vierte Herzteil gefunden, bekommen somit einen weiteren Herzcontainer und haben jetzt 5 Herzen. Damit können wir wieder herauskriechen und den Schuppen verlassen. Auch hier haben wir wieder Kühe, bei denen wir uns Milch geben lassen könnten. Da wir allerdings beide Flaschen aktuell gefüllt haben, ist es nicht notwendig. Wie schon gesagt, lassen wir den Tag zur Nacht werden. Ich rüste jetzt lieber mal den Heilia-Schild aus, weil mit diesem ist das Abwehrverhalten von Link doch etwas anders und bei Vögeln, die von oben herabstürzen, macht es sich besser, wenn wir den Schild nach oben halten. So, in der Hoffnung, dass uns kein Vogel angreift. Genau so. Können wir das Skultula-Symbol einsammeln und hätten damit jetzt auch alles eingesammelt auf der Ranch, was wir bis jetzt einsammeln können. Wir lassen die Nacht wieder zum Tage werden, kommen wieder aus dem Schuppen raus. Das wird im Übrigen immer so passieren, wenn wir auf einem Dorf, in einer Stadt sind oder eben auf der Ranch beispielsweise und wir spielen die Hymne der Sonne, kommen wir immer wieder aus dem Gebäude raus, welches wir zuletzt verlassen haben, bloß halt mit veränderter Tageszeit. In den Regionen, wo die Zeit stetig weiterläuft, wie beispielsweise die Hylianische Steppe, wenn wir dort die Hymne der Zeit spielen, werden wir nur mitbekommen, wie beispielsweise, wenn es Tag ist, schnell der Tag vergeht, man sieht, wie die Sonne schlagartig untergeht und die Nacht einbricht. Ein weiterer Unterschied ist, wenn wir das Lied in der Hylianischen Steppe spielen, ist es dann immer, entweder, je nachdem, man hat es in der Nacht gespielt, ist es 6 Uhr morgens anschließend. Spielt man es hingegen am Tage, wird es schlagartig 18 Uhr abends. Spielt man das Lied hin, wiederum in der Stadt, beziehungsweise im Dorf oder auf der Ranch, ist es nicht 6 bzw. 18 Uhr, sondern es ist immer 12 Uhr, entweder mittags oder nachts. Gut, wir machen uns jetzt auf den Weg zurück in das Kokir-Dorf, in der Hoffnung, dass uns diese Killer-Ananas oder Killer-Ananas, bin mir nicht so sicher bei dem Namen gerade, nicht platt macht. Und gut, das Dorf werden wir wieder relativ schnell hinter uns lassen.
da wir nur ein paar Sachen in den verlorenen Wäldern zu erledigen haben. Einzig eine Skultula können wir uns bereits holen. Und zwar wird dies ähnlich ablaufen wie auf dem Friedhof, wo wir Käfer in ein Loch krabbeln lassen haben. Auch hier gibt es so ein Loch und dieses befindet sich neben dem Kokiri-Laden. Dafür benötigen wir die Flasche mit den Käfern, lassen die Käfer frei. Wichtig, da dies nicht das letzte Loch sein wird, wo wir Käfer reinkrabbeln lassen wollen, müssen wir direkt wieder einen Käfer einsammeln. Und wenn wir dann das nächste Mal die Käfer wieder freilassen, werden es wieder drei Käfer sein. Also scheinbar schafft es ein einzelner Käfer, sich innerhalb einer Flasche zu verdreifachen. Eine weitere Skutula schließt sich unserer Sammlung an. Und damit machen wir uns weiter auf den Weg in die verlorenen Wälder. Wie bereits gesagt, haben wir jetzt einiges in den verlorenen Wäldern zu erledigen. Dafür sollten wir zunächst wieder den Deku-Schild ausrüsten. Und wie sicherlich schon zu hören ist, ist die Musik deutlich leiser als beim letzten Mal, als wir hier waren. Und wir hören jetzt an der Veränderung der Lautstärke der Musik, ob wir in die richtige Richtung laufen. Wir hören hier, dass die Musik lauter wird, also gehen wir weiter in diese Richtung. Auch hier wird die Musik wieder lauter, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und hier haben wir auch wieder die Eule, die uns einiges zu sagen hat. Schön, dich wiederzusehen, Lauri. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Nein, nicht wiederholen. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ja, und die Eule erzählt uns nochmal genau das, was wir bereits mitbekommen haben. Wir hören wieder hier, hier wird die Musik leiser, das heißt, wir müssen in diese Richtung weitergehen. Und wieder nach links. Die genaue Abfolge ist im Übrigen rechts, links, geradeaus. Und dann links und abschließend nach rechts. Und wenn wir richtig gegangen sind, sind wir auf der Waldlichtung. Hier begegnet uns direkt der erste Gegner. Ein Wolfsheimer, wenn ich mich recht erinnere. Okay, das war so nicht geplant. Wenn man ihn direkt so in den Rücken reinspringt, reicht, egal mit welchem Schwert, immer eine Attacke. So, hier müssen wir aufpassen. Hier sind einige Deko-Kerle unterwegs. Die Sicht ist ebenfalls relativ eingeschränkt. Diese können wir besiegen, entweder indem wir sie direkt mit dem Schwert angreifen, während sie noch auf ihrem Platz sitzen, oder wenn wir eine ihrer Dekonüsse zurück auf sie werfen. Dabei ist dies noch die leichte Variante, die wir haben, um zur Waldlichtung zu kommen. Eine Freude wird es dann erst später, wenn wir als Erwachsener Link hier zurückkommen und uns dann quasi erneut zur Waldlichtung kämpfen müssen. Okay, der Deko-Kerl kann scheinbar auch im Wasser laufen. Nein, wenn wir dann als Erwachsener Link zurückkommen hier zur Waldlichtung, laufen hier deutlich gefährlichere Typen rum. Da muss man dann auch besonders aufpassen und um jede Ecke schauen. So, damit hätten wir die letzten Wächter vernichtet und gelangen so zur Waldlichtung und somit auch zu Salia.
Ich habe auf dich gewartet, Lauri. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Bitte. Versuch, die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Wie wunderschön! Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Und damit erlernen wir Salias Lied, welches überall in den verlorenen Wäldern zu hören ist. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn wir Salias Lied spielen, wir mit ihr sprechen können. Sie wird dann allerdings nicht direkt vor uns auftauchen, sondern vielmehr über ihren Geist zu uns sprechen. Damit machen wir uns jetzt wieder auf, zurück in die verlorenen Wälder. Hier unten als kleiner Hinweis befindet sich eine Feenquelle, in der man kleine Feen einsammeln kann mit der Flasche. Diese Feen können einen quasi vor dem Tod bewahren und helfen dir automatisch wieder auf die Beine, sobald du alle Herzen verloren hast. Lauri, hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen, zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Und das war auch schon wieder das nächste Gespräch mit der Eule, oder auch nicht. Bitte nicht nochmal alles sagen. Und ja, die Lieder können wir uns auch alle im Statusmenü tatsächlich nochmal anschauen und sie dort quasi so lange üben, bis wir sie in- und auswendig beherrschen. So, gehen wir zurück in die verlorenen Wälder, können wir uns noch einige andere Sachen holen. Dafür müssen wir zunächst den Weg rechts, links, rechts, links folgen und anschließend gehen wir nicht geradeaus, sondern erneut nach links. Hier werden wir zunächst von zwei Deko-Kerlen angegriffen. Der zweite befindet sich hier hinten. Wenn er uns denn sieht, wird er uns auch angreifen. Scheinbar hat er leichte Sichtprobleme. Gut, damit hätten wir auch diesen ruhig gestellt und können nun wieder ein paar Käfer in das Loch krabbeln lassen und uns somit eine weitere Skulltula erhaschen. Wunderbar. Damit hätten wir auch dieses goldene Skulltula erlegt. Und ja, so viel soll es dann auch schon zu diesem Part gewesen sein. Die Zeit ist rum. Wir haben relativ viel geschafft. Das nächste Mal werden wir dann noch die restlichen Sidequests in den verlorenen Wäldern erledigen. Dazu gehören ein Upgrade für die Dekonus-Tasche, wenn ich mich nicht irre. Zwei weitere Herzteile können wir uns holen. Die Maskenquest wird weiter voranschreiten. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine Skulltula zu holen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ciao!